Hallo Leute und willkommen zurück zu Mario Kart Wii Online. Ja, in einem Raum, der ganz okay so ist. Ich fahre ausnahmsweise mal mit Funky. Wir tryharden in dem Part heute mal ein bisschen und holen nur erste Plätze. Was vielleicht nicht ganz so einfach wird, weil hier ist auch so ein 9000er drin zumindest. Also der dürfte ganz gut Konkurrenz machen. Ich bin auch schon 2-3 Rennen in dem Raum gefahren, deswegen weiß ich es und muss nicht so tun, als wäre das eine Spekulation. Da ist niemand in die Banane gefahren. Hallo? Die lag doch voll nice. Naja. Ja, da zieht schon mal jemand SC. Das ist natürlich ungünstig, weil der dürfte jetzt schon ein Stückchen weg sein. Auch wenn der... der ist recht langsam losgefahren, kann das sein? Vielleicht den Startboost nicht bekommen. Na, wobei... ja, doch, ist doch recht weit weg. Der Lava-Glitch SC bringt doch echt ziemlich viel. Also ich dachte immer, der würde halt schon einiges bringen, aber dass es so krass viel bringt, hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. War das eine rote? Das war tatsächlich eine rote. Naja, der hat ja mittlerweile wieder ein paar Items eingesammelt. Oh, das ist nicht schlecht. Ja, jetzt wäre die rote abzuschicken besser gewesen. Natürlich nach der blauen. Ah, das ist aber gar nicht der 9000er, den ich gemeint habe. Vielleicht ist der auch rausgegangen mittlerweile, kann natürlich auch sein. Machen wir das mal so. Ich bin mir nicht sicher. Ja, natürlich, das hat sich ja richtig gelohnt, den zu ownen. Um dann direkt die blaue reinzubekommen. Oh Mann. Ja, ist klar, Digga. Ah, das läuft jetzt nicht gut. Jetzt sind die anderen nämlich auch richtig weit weg. Da hat einer sogar den normalen. Oh, okay. Das tut gut. Am besten zieht die Rosalina den Funky da noch mit rein. Ja, das hat schon mal nicht funktioniert, schade. Aber es könnte noch was werden. Ich bin mir leider nicht ganz... oh nein, ganz sicher, ob das 100 oder 150 ist. Deswegen weiß ich nicht, ob so... ja, Rockhop in der dritten Runde geht sowieso nicht mehr. Gratulation, Patrick. wie machen wir das hier jetzt am besten? Am besten nicht in seine grüne reinfahren. Och Mann, es war so klar, dass er mich noch runtercheckt. Da hätte ich natürlich jetzt noch den Lava-Glitch ziehen können und die Welt wäre gut gewesen. Ja, jetzt dodgt da noch einer und ach Gott, das ist ein, so ein verlorenes Rennen, das gibt's überhaupt nicht. Ach Mann, so viel zu dem Tryharden. Na komm, jetzt können wir auch noch was austryen. Nee, können wir nicht, weil ich keinen Pilz bekomme. Ach Mann, das war jetzt alles sehr, sehr ungünstig. So, fahr rein. Okay, dann nicht. Richtig mies gelaufenes Rennen. Und das kommt fröhliche Musik. Was sind daran fröhlich, wenn ich hier... Vierter von 7 wert. Ich glaube zumindest, es waren 7 im Raum. Ich im Raum. 2, 4, 6, 8 sind im Raum. Aha. Dann macht es schon mehr Sinn, dass die fröhliche Musik kommt. Das gibt aber Minuspunkte, ja. Die 8000 werden wir uns in dem Part zurückerobern. Das ist unser Ziel. Und 10 Spieler hört sich doch schon deutlich besser an. Interessante und gute Streckenauswahl. Fährt man auch nicht jeden Tag die Strecke. Das ist mal was anderes. Und lacken kann man. Das ist auch nicht schlecht. Ja, ich kann leider gar nicht so aktuelles Zeug sagen, weil ich relativ viel im Vorrat ausnahmsweise mal habe, seit längerer Zeit mal wieder. Das Ding ist, meine Klausurenphase ist, wenn ich das hier aufnehme, eben gerade vorbei. Und dann hatte ich Lust, ein bisschen was aufzunehmen. Zumal, ja, irgendwie, obwohl die war und ich davor wirklich fast nichts aufgenommen hatte, haben die Videos trotzdem ganz gut gereicht. Also, kein Plan, was da los war. Oh, das ist nicht schlecht. Das Ding ist bloß... ja, jetzt die 3 Pilze zu haben, ist vielleicht gar nicht so das Beste der Welt, weil noch ein Blitz kommen wird, aber... wir heben uns die 2, glaube ich, mal auf. Ja, so viel dazu. Also, ich habe die Feuerschlange, die rechte, gesehen. Aber in die bin ich nicht reingefahren, oder? Da kam noch eine vom Himmel gerade, oder bin ich jetzt komplett bescheuert? Ach, Mann. Ja, und auf 2 kriegen wir natürlich keine nice Items zu abkürzen. Okay, dann eben auf 4. Ach man. Ja, das ist nicht schlecht gewesen. Dann kriege ich jetzt wenigstens hier noch ein Item. Wenn es was Gutes ist, dann komme ich vor. Ah, okay, das geht so. Wir könnten den SC versuchen. Wenn ich ihn denn hinbekomme, dürfte das... ja doch, das war gar nicht so verkehrt. Dürfte das was bringen. Aber wir haben halt 3 Leute, die wirklich instant hinter uns sind. Das ist so ein bisschen das Problem bei der Sache. Einen konnte ich wenigstens mit der Explosion ziehen. Wobei mir das wahrscheinlich auch nicht viel bringt. Es könnte noch interessant werden hier. Die letzte Runde kam da schon wieder. Da kam schon wieder eine blaue gerade. Krass. Jetzt die Frage, sollen wir aus gute Item gehen oder
Ja, okay. Das ist nicht so verkehrt. Dann schaue ich mal, was ich hier so bekomme. Oh Gott, das war jetzt doch nicht so gut. Okay, 3 Pilze sind okay. Ja, ich hole mir noch ein Item. Das könnte sich gelohnt haben. Ich fliege viel zu hoch. Ah, wieder mittelmäßig. Aber ich glaube, diesmal waren es 10 Spieler. Deswegen könnte es vielleicht schon eher Pluspunkte geben. Naja, Klausurenphase rum. Und das hier wird vermutlich der letzte Part, den ich mit dem Setup hier aufnehme. Beziehungsweise an dem Fernseher. Denn, ja, das nächste Mal wird er vermutlich in der Wohnung stehen. Muss ich mal gucken, das ganze Zeug wieder verkabeln und so. Das ist so ein Kabelsalat gewesen hier. Das ist so hinter der Schrankwand halt alles gewesen und... Beziehungsweise die Wii steht immer noch und die HDPVR 1. Aber es war eben auch noch die Wii U da und die Wii U hat ja noch ein Gamepad mit Aufladekabel und... Was weiß ich. Ich habe einen halben Karton nur mit Kabeln voll, beziehungsweise es war ein ganzer Karton, aber es war nur ein Schuhkarton. Also... Der ist dafür aber auch ziemlich übergequollen, nur mit Wii U-Kabeln und... Ja, der Rest, der kommt noch. Ja, ansonsten... Die 2500 Abos habe ich erreicht. Ich hoffe, das stimmt auch noch und es haben mich nicht 10.000 Leute noch deabonniert, bevor das hier kommt. Das wäre natürlich sehr, sehr bitter, wenn ich dann hier falsche Infos raushaue. Aber ja, ich habe da mal geguckt gehabt, wann ich denn das 2000... Also zu 2000 hatte ich diese 2K-Montage gemacht, wann ich die denn hochgeladen habe und ich habe schon wieder vergessen, wann es war. Obwohl es mich interessiert hat. Ach man, ich bin so ein Typ. Aber ich meine, es war Januar 2016 und es ist ja doch schon... Ich hasse es, wenn man diesen Bounce auf der letzten Rampe bekommt. Das ist so lächerlich, einfach schon wieder dieser Start. Ja, der bleibt noch... Da fahre ich rückwärts. Oh nein, ich bin... Okay, das war jetzt meine eigene Dummheit, das gebe ich zu, aber... Das ist doch hier schon wieder lächerlich. Na gut, komm, blitzen wir einfach. Das hat sowieso keinen Sinn. Ich habe... Ah, ich glaube, es könnte sein, dass ich den Mario groß geblitzt habe. Der ist recht schnell weitergefahren danach. Geh weg, Mann. Ich habe ihn nicht getroffen. So ein Pech aber auch. Na komm, die können weg. Ich wollte den SC versuchen in der ersten Runde und dann... Ja, habt ihr ja gesehen. Konnte ich nicht. Oh, Rodriguez mit Kart. Gab's da nicht mal... Moment, der hieß aber anders. Und der ist immer mit einem anderen Kart gefahren auch. Wie hieß denn der nochmal? Ich meine nicht Antonio, ich meine so ein Papadouble, meine ich. Ach so, ja, okay, das ist doch ein bisschen ein anderer Name. So, okay, ein Stern ist nicht so verkehrt. Den muss ich so jetzt einsetzen. Oh, das ist sehr schön. Dann ziehe ich auch gar nicht erst den SC, sondern... Oh Gott, hätte ich vielleicht doch mal machen sollen. So weit vorne wie die Ersten da sind, komme ich da ja nie im Leben ran. Aber so bin ich wenigstens safe ein Stück nach vorne gefahren. Aber die sind ja... Ah, okay. Einer ist nicht mehr so weit weg. Das ist interessant. Jetzt beide. Aber schon noch recht weit. Paar blaue noch und dann könnte da noch was drin sein. Ja, die rote muss ich gar nicht erst versuchen zu schicken, das... Ist auf dem, auf der Map hier, denke ich, selbstverständlich. Schießt der... Ah, Hinter hat funktioniert. Jetzt kommt die blaue, dann wäre eine rote doch nicht schlecht gewesen noch, aber... Da kann ich jetzt auch nichts machen. Oh, und der hat noch die Fakebox vorgelegt bekommen. Das ist natürlich gemein. War da ein V-Block? Nee, habe ich mir eingebildet. Irgendwie dieses Vibrieren, das merke ich... Also ich habe das beim... Wii Wheel, oh, das war ja sehr klug. Ich habe das beim Wii Wheel ausgestellt, dass das vibriert, krass. Wobei manchmal vibriert das, glaube ich, auch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall beim Powerblock habe ich immer das Gefühl, ich spüre, wenn der kommt. Was aber eigentlich gar nicht sein kann. Weil ich, wie gesagt, die Vibration aus habe, größtenteils. Okay, wenn der jetzt nicht noch was backspammt und ich ganz blöd reinfahre, sollte das relativ... Oh, er hat sogar noch was abbekommen. Seine eigene grüne wahrscheinlich, aber ja, reicht nicht mehr ganz. Im zweiten bin ich aber sehr zufrieden, also ja, hat sich doch noch gelohnt, hier Funky zu nehmen, wegen dem Mini-Boost-Bonus, ja. Nur deswegen war ich jetzt auf Platz 2. Nein, natürlich nicht, mit Donkey wäre das Ganze von vornherein viel besser gelaufen. Und den werde ich auch wieder nehmen in den nächsten Part. Wobei, ja, vielleicht nehme ich auch mal Rosalina oder sowas, wenn ich das hier gerade sehe. Wäre auch nicht so verkehrt.
Und ein Rennen machen wir auf jeden Fall noch, dass wir hier bei freaking 12 Spielern die 8000 knacken. Das jedem mal hier zeigen, wer die Punkte auf dem Konto hat. Was ich auch noch erwähnen könnte, ist, dass meine Freundin ein Mikrofon bestellt hat. So ein eins, das theoretisch ein bisschen besseren Sound haben müsste. Und mit dem wir dann auch zusammen ein bisschen was besser aufnehmen könnten. Und ja, mal gucken. Also deswegen ist es eigentlich ein bisschen blöd, dass ich so viel im Vorrat aufnehme, weil ich dann erstmal noch ewig viele Parts mit dem hier habe und nicht mit der hoffentlich besseren Quali. Aber ist ja auch nicht so tragisch. Ihr seid das ja gewohnt. Ich meine, das Headset hier, das verwende ich seit Anbeginn der Zeit. Okay, das nicht ganz. Ich hatte davor noch ein anderes Headset, das tatsächlich noch viel schlechter war. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch dran. Es war, da gab es auch mal so ein Abo-Special, ich glaube 150 waren es oder 250, wo der Sound abgrundtief schlecht war, weil das Mikro irgendwie so halb kaputt war. Das war mein ganz altes Headset. Aber das ist wirklich so winzig, also ich weiß nicht, wie das damals auf meinen Kopf gepasst hat oder wie das auf überhaupt irgendeinen Kopf passen soll. Wenn ich mir das jetzt angucke, das ist... Eieiei. Ich weiß aber, dass es damals schon richtig gedrückt hat. Und das ist wirklich nicht, weil ich einen großen Kopf habe oder so. Im Gegenteil, ich habe einen recht kleinen Kopf, würde ich eigentlich eher sagen. Wenn ich mir so eine Cap mal anziehe, muss ich immer hinten diese Dinger aufs kleinste Teil machen, gefühlt. Wobei ich, ja, mir stehen Mützen so überhaupt nicht. Also so Wintermützen, okay, das geht. Aber so, ich meine so Sonnencaps, Basecaps, wie es die Jugend nennt. Das sieht bei mir komplett bescheuert aus. Genauso wie Sonnenbrillen. Wenn ich eine Sonnenbrille anhab, da sehe ich aus, ja, das, wie der Komiker von nebenan oder so. Da könnte man echt denken, ich, ach Mann, wieso kriege ich denn nie Pilze, ey? Ich dachte so, beim 10. Item könnte ich vielleicht auch mal einen Pilz bekommen. Aber nein. Stand der noch auf der Line gerade? Es könnte sein, dass ich noch Vierter geworden bin. Aber der stand wirklich genau drauf. Oder der hat noch auf irgendwen gewartet. Aber ich glaube, ein Gas ist nicht drin als... Ja, hat doch noch gewartet, dankeschön. Okay, es sind sogar zwei Gäste drin. Es kann natürlich sein, dass ein Gast auf seinen Typ gewartet hat, weil er gesagt hat, Mimimi, sonst bekomme ich Minuspunkte, lass mich mal vor. Oh, in der Freundesliste ist jemand online, wer könnte das nur sein? Ach so, das ist ein Raum, hoppala. Ja, okay, dann ist auch egal. Nope, sir, nicht mit mir. Ein Rennen machen wir noch. Ich will die 8000 noch knacken. Oh Mann. Ich bin dann morgens bis nachmittags meistens so allein in der Wohnung. Und das heißt, da liegt das Mittagessen zwischendrin. Da muss ich mir irgendwie mal so einen Plan machen, was ich dann da immer machen kann. Ich bin absolut nicht kreativ, was das angeht, glaube ich. Mir gehen da wahrscheinlich nach zwei Wöchelchen die Ideen aus. Klar, Nudeln mit Pesto oder Tomatensauce sind immer nice, aber muss dann ja auch nicht jeden Tag sein. Ach komm schon, das hat genau getroffen, ich habe gesehen, dass du durchgefahren bist. Warum kommt schon wieder so eine Strecke wie die Luigi's Piste dran? Das kann doch nicht gut gehen. Das sehe ich jetzt schon. Wobei das eigentlich die beste Ausgangsposition hier gerade ist. Ja. Ja, okay, die Bombe auf dem Boost-Streifen hat nicht so viel gebracht. Das hier ist halt so ein Gast. Bedeutet, wenn er den Blitz zieht, wird er seinen Typ sagen, hey, ich habe den Blitz gezogen, bleib mal stehen und gönn dir ein nices Item. Und dann haben wir schon mal sicher einen, der dodgt. Das ist halt eklig. Vor allem auf so einer Strecke wie Luigi's Piste ist ein Schock-Dodge einfach das Königliche vom Königreich des Königs oder so. Dann hat man schon gewonnen, das wollte ich damit sagen. Zum Glück habe ich eine Route noch aufgehoben. Ah, okay. Geht gar nicht auf mich. Doch, geht auch auf mich. Hoffentlich kommt nicht noch eine. Bitte, du hast keine dritte. Oh, noch eine blaue. Das ist nicht verkehrt. Ja, auf 5. Jetzt wäre es optimal, wenn ich den Max ziehe, weil es wird noch ein Blitz kommen. Ja, ich krieg den Blopper. Okay, damit ist es verloren. Blitzen. Ja, okay. Oder kommt gar kein Blitz? Das wäre crazy, aber es kommt offenbar wirklich keiner. Oder jemand hatte einfach keine Lust, den einzusetzen. Geht natürlich auch. Ah, 5 wird auf keinen Fall für 8000 reichen. Ich denke sogar, dass es Minuspunkte gibt. Ich glaube, ich habe gerade auf dem 4. plus 10 bekommen. Deswegen machen wir dann noch einen Reinkommen. Ich muss einfach mal unter die Top 3 kommen, dann hätten wir das auch. Okay, jetzt müsste es schon der zweite werden. Na gut. Wie gesagt, einen Versuch gönne ich mir noch. Wenn es dann nicht klappt, dann bin ich einfach zu schlecht für die 8000. Dann muss ich es wohl akzeptieren.
Okay, Geistesfall. Ich würde sagen, das sind schnell erspielte, leichte Punkte hier. Ja, leider auf Spiegel kann ich die Map hier irgendwie so gar nicht. Map. Ich meine natürlich die Strecke. Och Gott, das geht schon wieder richtig schlecht los hier. Ich hab die Wolke mit. Man sollte sich nie zu früh freuen. Wisst ihr, die Wolke war so knapp neben mir und ich habe mich so gefreut, dass ich entkommen bin. Und dann kriege ich sie doch noch zugeschoben, aber mit dem Bill komme ich wenigstens wieder ran ans Feld. Auch wenn er mich jetzt wahrscheinlich nach rechts fliegt. Ich lasse mich im Item raus. Ja, natürlich nicht. Aber das ist keine so verkehrte Position. Wenn ich jetzt noch ein Dodge-Item ziehe, so Stern wäre optimal, aber ich glaube auf 6 kann ich da lange von träumen. Na, machen wir das mal so. Ach komm. Drei Grüne, was soll ich damit? Außer Leute hinter mir blockieren. Okay. Das ist nice. Blitzen heißt das Spiel. Oh Gott. Oder Disconnect heißt das Spiel. Also, so wollte ich mir die 8000 dann doch nicht gönnen, aber okay. Wir haben es geschafft. Ziel des Parts erreicht. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es wieder heißt Mario Kart Wii. Egal, ob Custom Tracks oder global, ihr guckt euch gefälligst beides an. Bis dann und tschüss!